Also guten Morgen, Projekt Florian, die erste Klappe, fertig. Genau. Ja. Weiter geht's, Melli. Melissa sitzt im Auto. Hallo. was soll ich denn jetzt sagen? Ja. Also darf ich vorstellen, das ist der Florian. Hallo. Der Florian ist jetzt 39 Jahre alt, der ist Baujahr 85, hat nicht ganz 23.000 Kilometer. War mal ein Feuerwehrauto, unter anderem im Landkreis Bayreuth. Und den bauen wir jetzt zum Camper aus. Also, heute wird erst einmal ausgeräumt und ausgemistet. Und dann. Ja, viel ist da nicht drin zum Ausräumen. 5,40 Meter lang. Innen ist er, glaube ich, die Ladefläche sind 3,40 Meter, an der wir ausbauen können. Zwei Sitzplätze hat er. Kann man aber noch eine Doppelsitzbank vorne einbauen. Aber dann nochmal zum TÜV. Auf dem Beifahrersitz kannst du eine Doppelsitzbank drauf. Wer braucht das? Da kannst du drei Personen fahren. Die Kinder aber nicht drin schlafen. Die wollen vor der Tür schlafen. Warum nimmst du dann so viel mit, wenn sie nicht schlafen können? Könnte man, habe ich gesagt. Könnte man. Steht ein bisschen knapp da am Parkplatz, aber ja, Platz. Ist sich gerade mal so ausgegangen. So schaut es dann aus, wenn es guten Morgen hast. Ich bin wach. Hallo. Der Kaffee pluppert. Das Wetter ist mal wieder nicht so besonders. Ja, kannst du so wenn da sitzen und im Fenster rausgucken. Das ist genau. Schön, wenn man da Sitzbank hat. Genau. Mit der Tasse Kaffee in der Hand, imaginär, komm. Haben wir jetzt schon Spaß. Schaut super aus. Und dann hinten ein Rolltor. Das ist das Highlight. Aber da ist ja schon wieder. Kamera. Ja, jetzt haben wir gerade am Himmel ein bisschen rumgemacht. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie diese Bande rausbekommen. Das Problem ist, ich meine, jetzt pass mal auf. Ja. Den wollte ich ja weg haben, weil ich will, dass man durchlaufen kann. Und die Nieten, also was sind Nieten? Erklär mich bitte aus. Was sind die Nieten? Das und das. Okay. Für Nieten. Aha. Und das sind die Schrauben. Schrauben durch. Okay. Immer. Machst du mal eine Zwischenbilanz? Eine Zwischenbilanz? Ja. Nach stundenlangen Arbeiten, Überlegen und sich Ärgern haben wir die Rückbank rausgebracht. Tada! Leider hat sie nicht das Video aufgenommen, aber das mit einem Karacho ist die runtergefallen. Melissa hat nur leicht dran geruckelt, nachdem sie vorher zwei Bohrer freck gemacht hat. Die Einzelteile haben wir dann gesucht und wieder gefunden. Weil aufgeräumt ist er da gleich. Und jetzt, voilà! Dann wir ein ganzes Stück weiter. Genau. Und diesen rein haben wir auch schon. Die nächste Aufgabe ist jetzt das Loch im Dach, da mache ich jetzt gleich ein Tape drauf. Das nächste ist jetzt einen Kaffee. Achso, und die Tür? Und die Seitentür, weil die hat er wohl Dann müssen wir den Schließer da nochmal ein bisschen einstellen und dann kommen noch die Sicherheitsgurte auf jeden Fall. Der auf alle Fälle, ja. Und dann müssen wir ein paar Löcher noch behandeln im Boden. Ja. Naja, das lange für heute. Okay.
hier nicht gefilmt. Ne? Oh. 2% Akku haben wir noch. Mal schauen, wie wir das kommen. Hilft ja nicht.